Deutschland! Wir sind hier bei Rapper Mittwoch TV. Mein Name ist Ben Salomo und wir sind hier, naja, wo wir euch halt versprochen haben, wo wir hingehen werden, und zwar zu Graffiti Box Jam 2012. Ihr wisst ja, das ist sowieso die geilste Jam in Deutschland, sogar die letzte Jam in Deutschland, weil es gibt eigentlich in Deutschland gar keine richtigen Jams mehr, und die Graffiti Box Jam ist einfach so, nicht nur, sie ist Pionier und gleichzeitig, ja, historisch, ja, hält sie die Fahne hoch. Und hier sind wir gerade im Eingang zum VIP-Backstage-Bereich, ja, und mal gucken, wen wir heute da treffen werden. Ich habe gehört, Zilla wird da sein, Motrip wird da sein, Divo wird da sein, Damian Davis wird da sein, ey, wirklich, Liquid Walker, Mike Kinski ist heute hier, und ich habe gehört, ja, das sind so Gerüchte, er hat auf jeden Fall die ganze Location hier, den ganzen Laden, guck mal, das sind alle seine Angestellten, er hat ja den Laden gekauft, ja, und Herr Kinski ist sogar so dreist, er hat sich so intensiv hier eingekauft, er hat so viele Anteile dieser Jam gekauft, dass er sogar moderieren darf, ja, also er macht tatsächlich, ja, Liquid Walker, na, ich will nicht sagen Konkurrenz, aber ja, auf jeden Fall ein bisschen Raum auf der Bühne nimmt er ihm dadurch ein bisschen weg, und wir wollen ihn natürlich dabei beobachten, so, ich weiß ja gar nicht, was ihm so die Kompetenz verleiht, überhaupt zu moderieren, aber Geld, Geld, guckt euch den Rest an. Die Graffiti Box Jam, obwohl wir, ja, so viel tun, ja, stehen wir nicht drauf. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir stehen auf irgendeiner Liste nicht drauf, aber auf der wichtigsten Liste stehen wir drauf. So, bitte festnehmen lassen, ja, wie? Wie? Wir werden festgenommen? Also, Entschuldigung, ist die Kamera drauf? Wir werden festgenommen, ja? Es gibt keine Graffiti Box Jam ohne den Wichtigen, ja? Der Wichtige, der auch schon letztes Jahr, der auch schon letztes Jahr bei der Graffiti Box Jam wichtige Aufgaben übernommen hat, zum Beispiel das Auffüllen der Getränke. Richtig. Ey Deutschland, Rapper Mittwoch, die dritte Staffel, so, alle guten Dinge sind drei. Der Schuh ist uns langsam zu klein geworden im Kalabasch Club. Wir haben auf jeden Fall aber mit dem Kalabasch Club echt eine geile Zeit gehabt. Grüße nochmal an ganzen Leute von dort, alle, die da gearbeitet haben, an Flo und alle. Aber Rapper Mittwoch zieht um. Schöner, größer, besser, breiter. Und zwar ins Binu. Schon mal gehört? Perfekt. Korrekter Laden auf jeden Fall. Schlesisches Tor. Das ist wie bei Star Wars, weißt du? Der erste Teil war so, dann auf einmal das Imperium schlägt zurück. Und wir, dritte Saison, Rückkehr der Jedi-Ritter. Wir haben hier Max. Keine Ahnung, so ein cooler Typ auf jeden Fall. So. Was hast du über Rapper Mittwoch zu sagen? Also Rapper Mittwoch, krasse Rap-Battles, die ich je gesehen habe. Beste Crowd der Welt. Feierliche Stimmung. Super, super Rapper, die kranke Punchlines haben. Einfach nur total krasses Ding. Supporter der ersten Stunde, ja, ein Imagemacher, ja, hat keine VIP-Tickets, aber die kriegen sie noch. Vielleicht. Vielleicht ist bei einem Optimisten immer ein Ja. Ich bin Optimist. Halbe Stunde. Ha! So, und tja, die Leute sind halt am Organisieren, am Action machen, am Tun, am Action machen, und tja, da lassen sie uns einfach mal im Ring stehen, aber hier, da drinnen und da drinnen. Da ist die Action und da draußen auch, und wir gehen da heute hin und wir kommentieren ein bisschen für euch, was so. Checkt es ab. Herr Kinski, jetzt schön, dass wir Sie jetzt hier treffen. Ich frage mich eigentlich, wie viel haben Sie bezahlen müssen, um die Graffiti Box Jam so viele Anteile zu kaufen, dass Sie hier mitmoderieren dürfen? Und ja, wie kommt das dazu? Naja, was heißt mitmoderieren dürfen? Es ist ja auch meine Veranstaltung, ne? Also ich bin ja multikonzerntechnisch unterwegs, ne? Ich habe Rapper Mittwoch, also wir machen Rapper Mittwoch, dann machen wir halt, ich mache diese Veranstaltung noch. Und daher habe ich mir mal gedacht, ich trete aus dem Hintergrund in den Vordergrund und moderiere mal. Also ich hoffe, dass die doch ihre Manager-Tätigkeiten nach wie vor einhalten können, weil es schleift ja vielleicht hier und da. Nein, überhaupt nicht. Also es läuft super. Also ich bin ja sehr, ich bin ja multitasking-fähig und ich fühle mich wohl und ich versuche meine Tentakel in alle Richtungen auszubreiten. Tentakel, Stichwort. Da haben wir jemanden hier am Start, Brutus Brutalus. Herr Kinski, Sie wissen ja, Brutus Brutalus, der hat auf jeden Fall einen brutalen Background, ja. Und ich habe ja auch letztens ein Video gesehen, ne? Mit Echo und so, da gibt auf jeden Fall einiges. Sie wissen ja, was passiert, wenn Sie bei Rapper Mittwoch vielleicht nicht die nötigen Fortschritte bringen, dass vielleicht Brutus Brutalus, der ist ja auch mit uns down. Das heißt, ich könnte vorbeikommen und euch kidnappen, ja? Wenn ihr nicht ernst macht, die Sache mit Rapper Mittwoch, wenn ihr nicht richtig rappt, da komme ich euch vorbei, euch entführen, ja? Und seid euch sicher, ihr kriegt die nicht. Seid da ganz sicher, ich kriege aber euch, ja? Das ist ganz sicher. Rapper Mittwoch zieht um.
Und wohin? Was sagst du überhaupt erstmal dazu? Fette Scheiße, es muss sowieso größer werden. Es war zu klein, es war zu voll. Auf der Bühne geil, unten zu voll. Ja, Leute sind kollabiert und so, ist auf jeden Fall passiert. Rapper Mittwoch zieht um und zwar in den Binu Club. Aha. Kennst du den Laden? Schlesi, wa? Schlesisches Tor, ist auf jeden Fall ein Stückchen größer. Technik, Sound, alles top. Und 19. September ist die Eröffnungsshow. Sehe ich dich da? Nein, dann werde ich mal Kreuzberg rocken, würde ich sagen, oder? Hammergeil, zieht euch das rein. Rapper Mittwoch. Herr Kinski, ja? Erzählen Sie uns mal bitte über die Hintergründe, wie Sie das erreicht haben und was passiert eigentlich mit Rapper Mittwoch in der neuen Saison? Ja, also für Rapper Mittwoch habe ich mir einiges einfallen lassen, also große Überraschungen und zwar, es könnte sein, dass wir eine neue Location haben. Es könnte sein, dass wir eine größere Location haben. Wir ziehen nämlich um ins Binu. In den Binu Club, Schlesisches Tor, ne? Sie haben ja diese Location. Und dann ziehen wir, ja, ich habe gerade so viele Daten im Kopf, ich bin gerade ein bisschen. Am 19.09.2012 zieht Rapper Mittwoch in den Binu Club am Schlesischen Tor. Ne, ich habe mir gedacht, ne, also seitdem ich Graffiti Box mache, wo wir ja um die 2.000-3.000 Leute haben, dachte ich mir, okay, Rapper Mittwoch ist lokalpatriotisch, in Berlin verwurzelt, in der Berliner Szene und hat klein angefangen. Habe ich mir gedacht, kommerziell gesehen fange ich mit der Veranstaltung auch klein an. Und wir haben gemerkt, dass unsere kleinen Locations nicht mehr standhalten. Sie platzen sozusagen aus allen Nähten. Und da habe ich mir gedacht, okay, es ist eine organische Entwicklung, also brauchen wir diese organische Entwicklung müssen wir unterstützen, also brauchen wir eine größere Location. Das war die Idee dahinter. Wir machen ein kleines Location-Scouting, weil man muss ja das Team erstmal ranführen an die neue Location. Und ich bin gespannt, was das Team sagt, ne? Aber ich meine, meine Empfehlungen und meine Vorschläge sind ja, treffen wir eigentlich immer ins Schwarze. Und ich freue mich schon. Also es ist so, es ist leider nicht für die Öffentlichkeit, es ist nur für den engen Kreis. Da sind wir ja gespannt, Herr Kinski. Ich hoffe es. Aber vielleicht haben wir eine Kamera dabei, die alles filmen wird. Werden wir sehen. Also, wir werden sehen. Ich merke, Sie haben auf jeden Fall überall Ihre Hände und Finger mit im Spiel. Ich muss moderieren, ich muss mich um die Getränke kümmern, ums VIP, dass die Leute sich wohlfühlen, um die Frauen, dass die Frauen hier rein und rauskommen. Deswegen bin ich ein bisschen off track. Vor allen Dingen auch. Und dass sie kommen. Also, komm. Deswegen bin ich ein bisschen sehr busy. Tja, Rapper Mittwoch TV. Hey Deutschland, wir haben hier eine echte Prominenz, ja? Drop Dynamic, Rapper Mittwoch Champion und End of the Week Deutschland Champion. Bist du schon in New York gewesen? Nee, am 1. September fliege ich nach New York. Yeah. Am 1. September fliegst du nach New York, wann bist du wieder da? Ich vertrete Deutschland bei der Weltmeisterschaft, wann ich zurück bin, also den genauen Zeitplan habe ich noch nicht. Also, vielleicht schaffst du es ja bis zum 19. September wieder nach Berlin zu kommen, weil Rapper Mittwoch zieht um. Wo zieht um? Wir werden größer. Ah, wo? Ja. Nicht mehr Kalabasch? Größer. Wo? Binu Club. Hä? Binu Club. Was ist das? Schlesisches Tor. Ah, okay. Kenn ich noch nicht, aber ich bin sehr gespannt. Ist größer, schöner, breiter, heller und mehr Zuschauer passen rein, mehr Leute, die du überzeugen kannst. Hammer. Vielleicht schaffst du es ja da zu sein am 19. Ich tue alles, um da zu sein. Ich denke, ich bin da und ich will unbedingt am 19. mitmachen und werde mich dementsprechend auch vorbereiten. Er hat die tiefsten Flows. Sein Name ist Digo zu dem Flow. Der einzige Rapper Mittwoch Crowdrocker, der da seinen Award kaputt gemacht hat. Das werde ich ihm ewig nachhalten. Hey, Rapper Mittwoch zieht um. Ja. Wo möchtest du hin? Es ist schwer zu sagen, weil das Kalabasch einfach sehr geil ist, aber langsam zu klein wird. So. Das ist die Scheiße, sonst ist es der Wunschclub. Welcher Bezirk wäre geil für dich, wo du denken würdest, das würde auch cool dort kommen? Ich würde Mitte geil finden, weil es dann für alle geil ist. Und was ist, wenn es auch ein sehr, sehr, sehr guter Spot in Kreuzberg ist? Ich bin dabei.
Schon mal was vom Binu Club gehört? Lino? Binu. Nee, noch nicht. Binu Club ist ein absolut ganz neuer, niegelnagelneuer Laden. Sieht hammergeil aus. Ein Stückchen größer als Kalabasch. Top Sound, Top Technik, Top Bühne. Und genau unterm U-Bahnhof Schlesisches Tor. Okay. 19. September, bist du da? Geht's wieder los? Ich bin immer da. Der Rap am Mittwoch Crowdwalker 2011, 2012. Mal gucken, wer das nächstes Jahr wird. Ich hoffe, es wird ein anderer. Naja, wahrscheinlich. Muss, sonst ist scheiße. Wie ist es mit dir? Ich meine, jetzt hast du sozusagen das Fach Crowdrocken mit Auszeichnung abgeschlossen. Wagst du dich jetzt auch an andere Fächer und andere Disziplinen des MCing ran? Ich habe auf jeden Fall mal Bock zu battlen so. Wird auf jeden Fall nicht meine Königsdisziplin werden, aber so einmal muss man, glaube ich, sowas mitgemacht haben. Also ich glaube, um wirklich ein paar Sachen zu erreichen, da reicht es nicht, wenn man einmal das versucht. Wenn man einmal, weißt du, es ist wie Surfen, da stellst du dich aufs Brett, am Anfang fliegst du runter. Weißt du, wie es ist? Wenn ich sage versuchen und danach angefixt bin, dann bin ich sowieso wieder jede Woche drauf oder so. Immer wieder öfter oder so, aber ich will es auf jeden Fall einmal versuchen, das ist mein Ziel so. Und ich habe noch ein bisschen Angst, weil deine ganzen Leute da zu krass sind so. Ich sage immer, ja, ich mach das so, und dann sehe ich die wieder und denke so, shit, die werden mich auf der Bühne auseinandernehmen, aber scheiß drauf, ich werde es probieren. Jetzt sind wir hier so am Start, ja? Ich hab eine Info für dich. Los, jetzt. Rap am Mittwoch zieht um. Echt jetzt? Okay, jetzt sag mir bitte, dass ihr umzieht und euch im Zuge dessen nur noch vergrößert. Nicht irgendwie einen Rückschritt in den Keller von eben Kumpel, den ich kannte, sondern irgendwie, dass ihr euch vergrößert, oder? Also ich nehm's jetzt mal an. Also, natürlich. Ich hoffe das für euch und nehm's an sich. Wir vergrößern uns. Ja, geil. Wohin? Wohin jetzt? In den Binu Club. Unterm Schlesischen Tor direkt. Geil. Komm ich mal rum, oder was? Kommst du? Komm ich rum? Brauche ich nur eine Wegbeschreibung? Da war ich noch nicht. Also sag ich jetzt Tor, einfach mal, ich weiß nicht, ob ich da schon war. Schlesisches Tor, U-Bahnhof. Direkt da drunter. Kann man noch nicht verfehlen. Oh, ja. Geil. Ab 19. September beginnt die erste Show. Geil, ich freue mich. Voll geil. Komm ich gleich da hin und dann... Aber nicht, dass ich auf frei spielen muss. Nö. Ein bisschen chillen, du willst schnelle Bewegung und so sind nicht so chillen, Mist. Dicker. So kannst rumhängen. Natürlich kurz auf der Bühne stehen, Hallo sagen. Vielleicht, wenn du Bock hast, irgendwie ein 16er rappen. Deine Sache, deine Entscheidung. Bei uns ist voll frei, du weißt. Ja, geil. Okay, cool. Ich freue mich, Rapper Mittwoch. Atzenkalle geht nicht ran. Oh, und du bist also, die auch auf der Seite des Guten kämpft, gegen schlechte Moderation und langweilige Hip-Hop-Interviews. Du bist Xena. Rapper Mittwoch TV, wir haben ihn hier am Start. Meiner Meinung nach, und viele haben das auch gesagt, einer der geilsten Artist-Features, die wir bei Rapper Mittwoch hier hatten, MC Divo. Geballte Energie, Power auf der Bühne so. Ey, ich glaube auch deswegen müssen wir jetzt umziehen, weil er hat die Bühne gesprengt. Wir brauchen eine neue. Yeah. Und da geht's auch hin, in den Binu Club. Und auch die mache ich kaputt. Nein, ja, nein, natürlich aber nicht. Aber mach sie erst kaputt, nachdem wir schon so viele Leute dran haben, dass wir, wenn wir wieder umziehen müssen, aber wir wollen eigentlich gar nicht nochmal umziehen. Nee, soll nee, ja familiär bleiben. Ich mach sie nicht kaputt. Er sprengt sie auf jeden Fall und ja, wir holen uns einfach eine, wie nennt man das, Hausratsversicherung? Ja, genau. Eine MC Divo Bühnenversicherung. Das haben die hier extra auch unterschrieben, ja. Alter. Ja, weil, keine Ahnung, welche Versicherung könnte das denn machen? Na, keine, Mann, weißt du, Atombombenversicherung, ja. Aber die kriegt man nicht so leicht. Pentagon. Ja, genau. Aber da habe ich keinen Kontakt zu, Alter. Nee, ich auch nicht. Obwohl, doch, mit der Membercard, habe ich gehört, kommst du ins Pentagon rein jetzt. Ah, Membercard von Rapper Mittwoch? Ja. Bombe, Alter, habe ich. Artemis auch. Ja, aber da bin ich nicht hin. Ich habe eine Frau, ey. Ja. Also ich habe keine. Tut mir leid, Mädchen. Tut mir auch leid, Mädchen. Ich habe keine. Weibos? Nein. Weibos, ja. Digga. Guck mal, ey, du bist hier auch hier so, ey, krass, ja, richtig professionell mit Stand. Guck mal, Leute. Wir verkaufen richtig Klamotten, Alter. Ey, krass, Alter. Guck mal hier. Pure Hate. Das ist ja auch seine Crew. Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Stellungnahme, guck mich mal an. Stellungnahme, nicht mehr. Ich bin nicht mehr bei Pure Hate. Seit 5 Monaten nicht mehr. Wir verkaufen nur unsere Restbestände.
Ich gehöre nicht mehr dazu, offiziell hier bei Rapper Mittwoch, exklusiv. Devo ist nicht Pure Hate, Devo ist Einzelgänger. Wir haben Elle am Start. Ihr wisst, der Entertainer, Alter. Und Twitch. Rapper Mittwoch zieht um. Herr Kinski hat das klar gemacht. Aber hallo, und er hat alles klar gemacht. Ja, ey, du weißt, ihm gehört ja eh ganz Berlin schon fast. Hab ich gehört. Ich hab gehört, irgendwelche Großfamilien so, darüber dürfen wir nicht reden. Ah, gut. Aber auf jeden Fall sind wir heute hier. Ich hoste das Ding zusammen mit Liquid Walker, Mike Kinski und da hinten ist der Bruder, wie heißt nochmal der andere? Noise, mein Bruder Noise, auf jeden Fall. Wir sind alle da, jetzt gerade mega low stage. Wir zerreißen, haben Spaß ohne Ende. Hammer und Zirkel, miese Show. Bei Nate aus Hamburg, die Leute sind ausgeflippt. Cracker Valley war da. Und es kommt noch mehr und mehr und mehr. Was kannst du zum Rapper Mittwoch-Umzug sagen? Hast du da Informationen drüber? Ja, ich habe gehört, die haben eine neue Location. Die Location ist der Hammer. Die ist wunderschön. Erst wir haben vor kurzem eine Party da veranstaltet. Also jetzt Rapper Mittwoch in Kreuzberg. Besser geht's nicht. Ab 19. September. Ab 19. September, die dritte Staffel. Zieht euch rein. Schwäbisches Tor, sage ich nur. Schwäbisches Tor. Ja, Schwäbisches Tor. Kommt in den Binu Club, 19. September. Erster Mann. Hey, hey, und du weißt. Du weißt. Halt die Fresse! Yeah! Hey, hier, mir wurde gerade gesagt, Rapper Mittwoch, ich hab's irgendwie nicht mehr geschafft, da hinzukommen in der alten Location. Zieht um in Binu Club am Schlesischen Tor, irgendwie am U-Bahnhof in der Nähe, am 19. September. Ich denke, meine Wenigkeit wird auch mal sein. Ich bin Akte One, Alter. Aber jetzt haben wir es auf Band. Jetzt muss sein. Jetzt muss sein. Scheiße, ihr habt mich, gar nicht. Alter. Er hat früher, verdammte Kacke. Er hat so ein Schild gemacht, Rapper Mittwoch und so. Das bringst du dann noch mit als Einweihungsgeschenk. Ja, ja. 200 Euro, Alter. naja. Okay, wir handeln nochmal. Wir handeln nochmal. Wir wussten ja gar nicht, dass dieses Schild so viel, so teuer war damals. Beste Rapper im Jahr und ich bin einfach nur so Kraft und Freestyle gerade im Jahr mit den Jungs vom BC. Wir klauen einen BMW und fahren damit ganz schnell nach Saint-Tropez. Und ich bin einfach krass und alle hören mir zu, das ist Freestyle Rap. Wenn ich so rap so wie du, dann krieg ich keinen Erfolg, denn ich rap auf Deutsch und vielleicht krieg ich bald einen Ego-Track mit Voice, yo. Kommt zu Rapper Mittwoch, die Bühne steht hier offen, Alter. 19. September geht Rapper Mittwoch weiter in einer neuen Location und zwar im Schlesischen Tor, ein bisschen größer. Ich hoffe, dich dort zu sehen. Herr Kinski, können Sie mich überhaupt sehen? Ich sehe Sie sehr gut, weil da eine Lampe ist. Ja. Achso, meine Brille. Ja. Herr Salomo, sorry, ich habe jetzt gedacht, ich werde jemand anders. Also, meine Frage, nun haben wir ja, glaube ich, schon dreiviertel der Veranstaltungen hier bei der Graffiti-Box hinter uns gebracht. Ja. Wie ist das? Sind Sie zufrieden? Haben Sie die Zuschauerzahlen, die finanziellen Zahlen erreicht, die Sie sich vorgestellt haben? Also über Zahlen, über direkte Zahlen will ich ja nicht reden, aber diese Veranstaltung hat sich mehr als gelohnt. Und ich frage mich eigentlich eher, ob bei Ihnen alles, ob Sie alles gemacht haben, was Sie machen sollten, die Aufgaben, die ich Ihnen gegeben habe. Ne? Ich habe Ihnen extra einen Kameramann besorgt. Ich hoffe, dass Sie alles gemacht haben, was wir beide strategisch uns ausgedacht haben. Also Herr Kinski, Sie wissen doch, dass ich eigentlich, was das Moderieren angeht und so auch immer professionell dabei bin. Ja? Das weiß ich. Sie stellen doch nicht meine Kompetenz in Frage. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber so eine Moderation auf der Bühne ist ja was anderes, als wenn man mit der Kamera durch die Gegend läuft und Leute interviewt. Ne? Und ich hoffe, dass Sie das machen. Ich habe das gemacht, Herr Kinski. Wir haben ja auch was vor und können Sie sich sicher sein, dass wir alles richtig gemacht haben. Sehr gut, sehr gut. Weil was anderes erwarte ich von Ihnen nämlich auch nicht. Ne? Ich erwarte auch von Ihnen nichts anderes, bis auf, dass wir zum Beispiel auch für die nächste Saison, Sie haben uns ja da eine Überraschung versprochen mit einer neuen Location, richtig? Ja, natürlich. Am 19.09. ziehen wir um. Wir haben eine neue Location. Ihr kriegt dazu noch ein paar Informationen. Und zwar am Binu am 19.09. Rapper Mittwoch.
neue Location, mehr Platz für mehr gute Fans, mehr schöne Frauen, mehr gute Rapper. Ich freue mich. Wie ist es eigentlich mit so, ja, amerikanischen Acts? Wir haben sie ja schon lange versprochen. Bis jetzt waren nur ein paar aus so Underground-Leute aus Chicago da. Wie ist es eigentlich damit? Weil ich meine, ich mache meinen Job. Aber wo sind die Versprechungen, von denen sie reden und wir nichts davon bis jetzt gesehen haben? Naja, so 50 Cent war ja da. Bloß der hatte sich, verfahren. Nein, der war da gewesen. Bloß der hat sich ein Bein gebrochen, als er die Treppe hochgegangen ist. Also Backstage von der Bühne, also aus dem Backstage-Raum zur Bühne hoch, hat er sich ein Bein gebrochen. Das war er gewesen? Ich dachte, das sei Mike. Nee, das war 50 Cent. Der hat sich ein Bein gebrochen und deswegen konnte er nicht auftreten. Also, aber er war ja da. Was mit Nas? Oder Jay-Z und Kanye West? Sie waren ja bei dem Konzert gewesen. Sie haben mir erzählt, Backstage, und sie hätten da gute Kontakte geknüpft. Sie haben ja erzählt, dass man das organisieren kann, dass ihr da am Ball sind. Ja, also wir sind auf jeden Fall am Ball. Kanye West, Jay-Z, wir sind am Ball. Also wir haben lange Gespräche geführt mit Kanye West und Jay und Nas natürlich auch. Und wir sind noch in Gesprächen sozusagen. Also ich werde nichts versprechen, aber ich fühle mich vertröstet. Nein, fühlen Sie sich nicht vertröstet. Sie können auch mein Wort zählen, Herr Salomon. Also das Einzige, also Worte können zählen, ja. Worte zählen manchmal nicht so viel, Zahlen zählen. Zahlen, ja. Ich weiß, aber glauben Sie mir, also Kanye West und Jay-Z werden definitiv nächste Saison mit bei Rapper Mittwoch auftreten, aber ich muss jetzt auch wieder gehen, weil ich muss die Moderation hier weitermachen, ja. Ich habe keine Zeit. Tja, dann müssen wir wohl den Worten Glauben schenken. Aber selbst wenn nicht, wir haben Leute wie Atzenkalle, wir haben Leute wie Main Mo, wir haben Leute wie Tierstar, wir haben Leute wie Gier, wir haben auch andere Underground MCs, die heute gesagt haben, wie geil sie Rapper Mittwoch finden. Zum Beispiel Liquid Walker, Zilla, Mo Trip, Cracker Valley, Nate57, Telly Tales, wer weiß. Ich meine, brauchen wir da Kanye West und, Jay-Z? Klar, wäre super, aber wir haben genug Talente hier.